So, herzlich willkommen, moin moin die Leute, neue Runde vom LS22 Multiplayer zusammen mit Vulkanschnecke. Moin. Ralf. Moin. Christian. Moin. Bidi. Moin. Sky. Moin moin. Minikeule. Und Black Forest. Moin. Moin moin moin. Alle außer Minikeule haben moin gesagt, oder? Egal. Moin. Da ist er doch. Na moin. Gibt's wieder Pizza oder? Aus. Hast du gerade wieder Pizza? Nee, Mikro war aus. Also, na gut. Und moin moin in deinem Chat. Da haben wir gerade schon geschnackt, wir werden gleich natürlich erstmal dreschen. Wir haben zwei Missionen, wir haben oben noch zwei andere Missionen, die nicht dreschen sind. Ich glaube Spritzen und was war das andere? Grubbern oder so? Grubbern. 24 Grubbern. Ja. Okay. Ich würde mich gleich erstmal wieder in den Fendt reinschmeißen, da ein bisschen dreschen. Und dann wollen wir eigentlich vielleicht heute Gärreste und Gülle mal ausbringen auf die eigenen Felder, wenn wir es schaffen. Müssen wir mal gucken, wie gut wir durchkommen. Mit guter Server-Performance sehe ich da Hoffnung, ne? Dass wir das gut durchkommen heute wieder. Zeit, spielen wir erstmal mit mal 5 oder was ist Produktion? Wie sieht's aus? Produktion sind noch eigentlich ganz gut. Ja. Black Forest wollte nur noch was verkaufen, ne? Ja, aber das ist ja kein Stress. Ja. Ich gehe mal grobern. Ja, wollen wir denn mal 5 nehmen, ja, ne? Ja. So. Drescher habe ich schon mal. Ich auch, hab den schwarzen wieder. Ich auch. Ich hab die Ballenpresse. Muss jetzt erstmal nur hier einmal vorbeidrängeln hier. Hier sind die Ballen. Sehr gut, ich kann halt wieder volle Geschwindigkeit fahren. Ja, wir haben nicht angefangen zu arbeiten. Ich glaub, du hast was falsch gemacht. Hm? Ach, mit dem Eier. Schneidberg. Ausgeklappt, bevor das es abgehängt war. Dann, Spidi? Kann man versuchen, ja. Ich weiß nicht, wer es war. Das, ich sehe keinen Namen. Bin zu weit weg. Ich habe bloß die hektische Bewegung vom Schneidwerk sehe. Ja, sieht bei Spidi aus. Der macht da so komische Sachen. Nein. Ich habe Lachse. Ich fahre den Schwarzen, also. Das war das vorletzte Mal beim Aufräumen. Letzte Mal, wo ich dabei war. Stand hier ein 37 aber noch nicht rum, oder? Ne, ich glaube, der hatte Florian das Stadion gefahren. Ach, erst durch, dann zieh ich durch. Ich hab sie gefunden. Was? Steht sie. Doch, die steht hier an. Ich hab die dahin gefahren. Gärtnerei-Dingens da, ja. Ja, genau. Weil die brauchen wir ja erst nach dem Abfahren. Ne? Also kann schon nicht gleich nur noch Presse. Dann werden die ja verrückt. Wie? Ich darf noch nicht. Ja. Minute warten. Dann sind wir fertig hier. Ja, kannst du in einer Minute, okay. Wir sind ja 4 Mähdrescher hier. Jetzt ist es nervig, wenn man drischt und praktisch die Ballenpresse hängt immer direkt hinten dran. Das nervt. So, das heißt, ich soll auch noch. Okay. Da ist ja noch ein Mähdrescher übrig, wo noch keiner drin ist. Ja, wahrscheinlich brauchen wir gleich die Abfahrer oder haben wir Abfahrer? Ja, ich bin eigentlich im Treppen als Abfahrer drin gewesen. Ach so, okay. Also ich sehe Abfahrer. Also die stehen alle da, aber ich war jetzt der Meinung, ob ich mich jetzt da denn hinstellen soll und dann den vierten Mähdrescher nehme. 60er John Lennon von Prime um 43. Monat im Finale. Oh, da sind wir schon wieder hier. In Action. Ich weiß ja nicht, wie voll das es wird, wie schnell das ihr einen Abfahrer braucht. Roggen ist schon ertragreich eigentlich, ne? Jo. Ja, soll der vierte Mähdrescher auch noch gefahren werden? Ja, 30%. Wir haben danach noch Feld 66, das ist ein bisschen größer. Viel größer. Die Frage ist jetzt, soll ich jetzt abfahren oder soll ich dreschen? Oder soll Vulkanschnecke dreschen oder abfahren oder. Das ist kein Black Forest, ihr seid also in der da Position, ich jetzt schon im Drescher sitze, ich die könntest du dann gut abfahren. Ja, okay. Ja, machst du 24%. Und jemand hat sich grob an ihn gefahren oder wie? Ja, ich, aber da liegen noch Baller rum. Ja, wollen wir vielleicht Getreide abfahren oder Treller? Da unten, ja. Steht da eine Presse?
Richtig, richtig, das war die, ja, ja. Was kann man dann machen? Vielleicht heimfahren. Da ist ja noch ein Mulcher, steht hier rum. Ja, oder 7. Kein Mann, Alter. Habt ihr Abfahrer? Oder? Ein Abfahrer ist hier. Kann man noch einen zweiten gebrauchen, oder? Wissen wir noch nicht. Also zweites Gespann steht ja hier. Ja, muss nur jemand fahren. Notfall steht man denn nicht schon ans Feld hin. Können sie während ich wegfahre. Ja, oder ihr schreit einfach. Ach so, Fett, du wolltest dir heute den Zuckerrohr angucken. Ja, stimmt. Was sagst du was? Ihr könnt aber einfach schreien. Ich ruhig jetzt mal das Feld hier. Aber du hast ja die erste Wachstumsstufe komplett verpasst. Ach so, schon die zweite jetzt? Mhm. Ja, mir zu viel gespult. Hast du schon geguckt, wie es jetzt aussieht, oder? Die zwei, beim letzten Mal habe ich noch angeguckt. Am Ende. Ach, das war schon die zweite letztes Mal. Ja. So. Geht es allen gut, fragt Michael. Nur soweit so gut. Wegfahren. Selbst? Wie sieht es bei euch aus? Alle fit? Soweit so gut? Jo. Oh. Was? Und quält sich so durch. Ja, das ist ja Urlauber, ne? Letzte hier. Genau, Speedy. Ja. Die Woche geht langsam zu Ende, ja. Freust du dich wieder los zu können? Nein. Kriegst die Zeit auch so rum irgendwie, ne? Das stimmt. Die kriegt man auch so rum, ja. Gerd, der spielt lieber Supermarkt, anstatt hier mitzuspielen, oder? Ja, wird wahrscheinlich eingeschlafen an der Kasse. Ich hatte tatsächlich gestern Mittag mit dem Supermarkt angefangen. Und dann sehe ich, dass du oben dann gestreamt hast. Ne? Ja. Du hast auch gestern angefangen, ne? Nee, gestern habe ich hier Survival gespielt. Am vorgestern, ne? Sonntagabend. Vorgestern, okay. Oder Montagabend, an dem Tag habe ich auf jeden Fall da habe ich Mittag also hab ich auch angefangen. Was ich an dem Spiel richtig nervig fand, war, dass man da immer, wenn man jemand mit Karte gezahlt hat, das mit der Maus da in diesem Display eintippen musste. Das ist die 10er Tastatur. Ja. Ja, aber das Dumme, das Eintippen, das lasse ich mir ja noch gefallen, aber dass die Leertaste das dann nicht als Bestätigung annimmt. Ja, das ist auch nervig. Ich sag mal, das Spiel ist ganz lustig. Es kommt noch nicht an King of Fruit heran, außer die Grafik. Das ist natürlich ein Early Access, von daher, da kann ja noch viele Entwicklungen kommen über die Zeit. Ja, ich komme hier nicht weg sonst. Ich habe King of Retail nie gespielt. Ich hatte irgendwie die Grafik abgeschreckt, aber wenn da jetzt ein Nachfolger kommt, dann wird sich das bestimmt auch mal interessieren. Ja, genau. Vorbeikommen? Oder bist du auch so voll? Ja, wollte schummeln, aber da kann man dann auch mehrere Filialen eröffnen oder wie? Ja, ganz genau. Du hast besseres Personal, das auch die Ware einräumt und auch Verkaufsgespräche führt, wenn da irgendwelche Leute Fragen haben hier, ne? Du kannst ja so Sachen auch verkaufen. Du hast auch ein automatisches Bestellsystem nachher, das wird ja bei Supermarkt-Simulator ziemlich schnell. Ja, ich auch immer total komisch fand. Jedes Mal, wenn man irgendwas bestellt hat, sind da diese ganzen Kartons auf der Straße gespawnt und die haben alle wieder in diesen Mülleimer geschmissen. Das fand ich auch ein bisschen, Ja, ist auch ein bisschen unpraktisch. Also das ist ein lustiger Zeitvertreib, aber ist natürlich auch nicht besonders tiefgründig, ne? Sagen wir mal so, wenn die Lampe auch zum Beispiel an der Decke platzierst, da ist ja der Karton von der Leih einfach weg. Bloß beim normalen Material muss alles von Lampen haben. Ja, aber guck mal, wenn der Laden jetzt mal richtig groß wird,
und dann bestellst du irgendwie 200 Pakete auf einmal und die stehen nachher alle auf der Straße. Das ist ja ein bisschen. Du kannst schon immer bloß 10 bestellen, das hat schon sein. Ach so. Ja gut, dann ist es aber auch, ja. Musst du die anderen erst wegräumen oder kannst du dann wieder 10 bestellen? Du kannst wieder 10 bestellen, aber du kannst. Es, ja. Das ist ja eher so ein Tante-Emma-Simulator. Ja, ist es auch. Ja, das ist ein kleiner lustiger Zeitvertreib, ist aber ein bisschen stupide das Ganze, aber trotzdem macht trotzdem Spaß. Das ist wahrscheinlich dieses einfache Abschaltensystem, ne? Von wegen, komm, einfach hier ein bisschen spielen, abschalten und gut ist. Dafür ist das Spiel gut, ansonsten, wie gesagt, ist ja nicht so richtig tiefgründig und ja, jetzt Regale und Kühlschrank oder, aber an sich ist es ein lustiges System. Ich denke, das hat Potenzial. Early Access ist ja noch, weiß nicht, was da alles noch, also ein bisschen steht ja, was die noch geplant haben. Und da ist schon noch Potenzial, spätestens wenn es auch tatsächlich ja, vielleicht mehrere Läden gibt und in die Stadt auch mehr interagieren kann, weil bisher ist die Stadt ja einfach nur da, ne? Ja. Oder kann man da schon irgendwas interagieren, was ich halt noch nicht weiß, weil soweit ich gar nicht gekommen bin? Also irgendwo. Also ich habe auch noch nichts Neues. Welches Level bist du jetzt? Ich bin auch nicht durch die Stadt gegangen. Ob man vielleicht mal durch die Stadt hätte gehen sollen, weiß ich nicht. Was bin ich denn gewesen? Wie geht es dir leer? Weiß ich nicht, 12? Ja, ich bin bei 15, glaube ich, oder so. Also ich habe auch noch nichts Neues groß gesehen. Man schaltet natürlich mal ein paar neue Warengruppen frei, das ist dann ja auch ganz nett. Aber man ärgert sich natürlich dann gleich über diese niedrigpreisigen Geschichten. Und aber klar, das ist ein kleiner Zeitvertreib. Ich werde auf jeden Fall noch bestimmt noch 2-3 Mal spielen, aber dann glaube ich, ist man auch schon am Ende vom Contest. Riechst du erst mit Quatschnecken? Du kannst, wenn du willst, schon mal voll machen hinten. Dürfte reichen. Haben wir die Linie von mir übernommen eigentlich oder habt ihr jetzt eigene Linie gemacht oder wie ist das? Ich passe mich den Reihen an. Ja. Ich nicht, ich hole dann immer auf, indem ich die kurze Seite auslasse. Ah. Hat noch nicht ganz gereicht, oder Minikohle? 90%. War das zu wenig? Ja, weil du die geschummelt hast. Nee, ich habe auch viel später angefangen als die anderen. Ja, schon klar. War nicht so gedacht. Nee, schon gut. Da hab ich nochmal dein Rohr aus. Mhm. Ich kürze als das mein Glas. Wieder so weit. Ich bin voll. Der Träger ist voll. Wo kommt das wieder hin? Das weiß ich noch nicht. Mission gucken. Die 37 kommt zum Bahnhof. Bahnhof, okay. 66? Weiß ich nicht. Auch wahrscheinlich. Das war beim letzten Mal doch nur, müssen wir zum Bahnhof fahren. 66 soll auch zum Bahnhof, ja. Darf hier eine ganze Bahn hier runter? Ja. Dann stelle ich den Träger da einfach hier ans Ende. Den anderen, als ich noch mit da bin, wenn ich müsste halt rufen.
nicht ganz, oder? Passt das dann doch? Nee. Aber ich glaube, eigentlich, weil wir das ordentlich machen müssen, ist genau, obwohl hinten ist ja eh noch Versatz, ne? Genau. So, also, kannst du ja extra machen. Hallo. Versuchen wir hier sonst. Aber ich glaube, eigentlich müsste man die Bahn mitkriegen, wenn wir das nochmal neu passend ansetzen hier vorne. War ich vor oder wer fährt? Also fahre ich jetzt hier. Jetzt so weit drüben. Warte. Genau, aber moin. Die hat doch nicht gerade getroschen, oder? Wenn alle frei getroschen, nehme ich an. Dann wechseln wir mal schon wieder. Ja, weiter rüber. Oh, Tobi, vielen Dank für den 15. Moin. Danke dir für Support. Danke. Oh oh, mein Tank ist bald leer. Diese Öhren. Ich bin im Deck von, ne? Du hast es. Was ist so, kannst du den noch gar nicht am Pressen hier, oder? Ich durfte nicht. Ja, du kannst gleich anfangen, denke ich mal. Ja, es wurde gesagt, Fahrt. Ballen fressen, die hinter Dreschern herfahren, nerven. Wiedergegeben. Einfach machen. Nee. Einfach auf den Discord gehen und einfach machen. Oh ja, das ist eine Idee. So, Pascal das immer macht. Ja, genau. Man muss sich nur zu helfen wissen. So, ich muss erstmal abladen hier. Jo, Speedy hat mehr drin als ich. Da. Einmal mit Profis hier vorne oder was? Du kriegst den leeren vorne, Speedy. Okay. Da passt mehr rein. Ja, bitte? Möchte hier keiner die letzte Bahn mehr machen oder? Nö, ne, schon mal nicht. Ja, das sind ja Profis hier, du. Lass mich einfach mal stehen hier. Aua. Und tschüss. Mich auch noch. Den alle her. Nichts mehr dabei. Wir haben alle kein Schneidwerk mehr. Dann wollen wir eine auf andere verlassen. Ja. So, schmeißen wir das. Bist du verlassen? Dann bist du verlassen, genau. Echte Helden. Ah, rote Felgen. Das ist richtig. Ich hab nur keine. Meine sind dreckig. Ja, da mache ich eben halt die Arbeit hier zu Ende. Ihr wollt mich ja nicht auf dem anderen Feld haben, also. Was war das mit unserem deutschen Kriegsschiff, die erst so schlau waren und gesagt haben, oh, wir haben hier die Terroristendrohnen abgeschossen und jetzt stellte sich heraus, das war leider eine amerikanische Drohne. Was? Echt unangenehm. Ja, das sieht man ja nicht. Nein, das Ding
Keine Ahnung. Ich glaube, die Abwehr, die geht so schnell. Naja, da überlegst du nicht lange, es wird abgeschossen und weg. Genau. Und wenn die Amis sich vorher nicht geäußert haben, dass da was ist, tja, da magst du nichts dran. Du hast zumindest bewiesen, dass es können. Ja, genau. Wenn wir hin, dass sie überhaupt getroffen haben. Ja. Oh, der will den hier schon Ballen pressen. Wieso schon? Kann doch das Kerl sein, der hier drin sitzt. Ich habe ja die Namen nicht an. Das sah nicht nach Vulkanschnecke aus. So. Tja. Ja, Poker, das Fahrzeug. Achso, da musst du gar nicht mit dir hin. Ah, bin ich blöd. Nee, ich habe extra den anderen Trecker geholt. Welchen anderen? Nein. Nur noch am Feldstand. Ist ja ein bisschen was los bei Christian. Läuft bei dir heute, oder? Ich bin mit dem Lehrer dahin gefahren. So. Und da müsst ihr eigentlich auf 66. Okay, also das. Du kannst, 88. Denke, kannst du nochmal gucken, welche Größe du presst, weil eben waren die ganze Zeit unterschiedliche Ballen. 240 Zentimeter, also 2,40 Meter. Habe ich auch, aber komisch. Auf dem einen Feld waren nur 220er Ballen. Ja. Echt? Also die sind 240. Ich habe 88% drin. Ja. 240 ist okay, oder? Ja, ja, habe ich auch eingestellt. Hm. Schon beim Sammeln ein bisschen nervig. Ja, klar, wenn die passen, nicht passen, dann ist es blöd. Ich habe vorhin gesagt, im Schnäppchenmarkt ist noch so eine Presse drin, eine Schnellballerpresse. Ja, aber das ist ja die 40 Pferd, das ist ein bisschen übertrieben. Ah. Okay. Ist schon gemulcht. Ja, ja, haut mal alle ab hier. Ich merke mir eure Kennzeichen nur. Alle Fahrer flüchtig. Ich habe ja extra meinen Hänger stehen, mein Schlepper stehen lassen, dass du abladen kannst. Kommst du gleich aufs Schild und kannst du richtig entspannt dein Schneidwerk ankoppeln, weil schon hier im Vorgewende schon Platz ist. Das ist doch. Ja, okay. Das ist ein cooles Mitdenken. Wieder schnell, ne? Keine 20 Minuten, aber das fällt der Abgeernte gerade. Moment, dann danke fürs Reinschalten. Ups. War das Speicher leck? Warum macht denn das immer in der Kurve? Wer wartet da immer das? Irgendjemand trifft es immer, ne? Ja. Die Fahrrad hupen hier. Meine Heringe. Kannst doch mal beim Baumarkt probieren, dachte ich mir. Frischer Fisch im Baumarkt. Vielleicht wollen sie ja, doch Hering. Ja, Hering ist weg. Ja, die Heringe für die Zeltbefestigung und so. Ah, genau, das wäre im Baumarkt eher zu suchen, ja. Hast du verwechselt, ne, Black Forest, aber. Ja. Falsch, eine Heringe mit. Meine Schwester hat einen Kollegen, oder eher gesagt, die Freundin von meiner Schwester mit einem zusammen. Der heißt mit Vornamen Ole und Nachnamen Hering. Ole Hering. Ole, ist auch echt ein Ola Hering. Ja. Das muss er sich wahrscheinlich auch da hören. Also, ja, denke ich, auch sehr undankbare Geschichte, würde ich behaupten. Die Eltern, glaube ich, wollten das Kind nicht. Das sind auch so ein paar Namen. Sagen wir mal so, die Hering, okay.
bei uns ist so ein Hering so Bezeichnung für so eine Person, die. Also ja. Schlagsiger. Genau. Ja, wenn du so, was sie heute neumodern sagen, so ein Lauch oder so. Genau. Erlaubt gab bei uns keinen. Spargel oder wie? Ein Spargelkarzer hieß es dann. Ja. Ein Storch, ein Storch gepokert oder sowas. Genau, ja. Ja, aber die ist neuer. Die war meine Jugend nicht kein Gebrauch. Und im Erwachsenenalter habe ich diese Wörter nicht mehr gebraucht. Höchstens Spargeltarzan oder so. Ja. Jetzt haben wir moin. In Europa ja moin. Weiß ich hier drinnen. Ich muss gerade gucken, wo ich die 66 von unten im Süden. Im Süden. Ah, ja. Moin. Wir müssen heute Tiere transportieren mit dem neuen Tier. Bei dem Kaufsystem da. Jetzt brauchen wir noch mal vernünftigen Tieranhänger drin, ne? Na schade, dann scheitert es leider. Hä? Komisch. Jetzt bin ich gerade auch wieder durch den Abladetrigger gefahren. Jetzt hat er nicht gemeckert. Hat nichts mehr drauf? Doch, ich hatte die Butterkarte geholt. Hat er wohl vergessen, dass er lenken muss. Wetter schätzt, wie weit das kommt. Was schätzt, wie weit das kommt mit einem Tank? Bin jetzt bei 30%. Und, also muss ich ohne irgendwo am Deich. Oder ein Graber am Deich oder ich da ohne? Ja, ich bin am Ende dieser Graben wahrscheinlich immer bei 50, würde ich schätzen. Ja, das ist. Ich weiß nicht, wie tief der Grabe hier ist. Ja. Unter Bodenwäsche machst du bestimmt. Ups. Was ist denn das jetzt, was ihr endet? Immer noch. Korn? Immer noch und schon wieder Roggen. 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 Das ist bei uns früher kam, komischerweise. Vorne ist Oldesloe mit 32%. Okay. Boah, Oldesloe nicht 40. Das war schon damals, vielleicht. Heute machen sie Sparflamme. Ich glaube, dieser Doppelkorn hat 40% oder nicht. Wie? Flaschen noch drin? Leer. Okay, dann bleib ich da stehen. Platz zum Ende. Ich werde das zweite Gespann herholen, lass den hier stehen, dann kann das dann direkt da abtanken. Jo. Speedy, müsst ihr schon unterwegs sein. Die Renkel hat schnell begangen. Ah, ist der schon da? Sicher. Vollgas. Hast sogar den Weg gefunden zum richtigen Feld. Ist Glück gewesen. Dann. Pascal, ganz dünnes Eis gerade.
91% werden drin. Oder sind drin in den zwei Ecken. Dass es alles zur gleichen Station muss. Hier werden jetzt auch nochmal richtig viele Ballen dann, ne? So. Stromschneider. Kriegen wir schon hin hier. Schöne schwere Gespann gegen Graben setzt fast. Wenn das Getreide jetzt da reinfallen würde. Und fertig. Mhm. In Deutschland wird einfach zu rationell gearbeitet, deswegen gibt es zu viele Arbeitslosen. Ach so, deshalb machen nicht so viele mit hier, ne? Aber so, ich denke, wenn wir Fachkräfte meinen und deswegen geht es der Wirtschaft schlecht und wegen so viel Krankheit und alles. Und alles. Aber wichtig ist, dass die Politiker mehr Gehalt jetzt kriegen. Macht Sinn. Mhm. Ach gut. Und verhältnismäßig verdienen sie auch mehr, wenn sie nur schlau rumreden, ne? Dann lassen sie sich das besser bezahlen, als das, was sie irgendwie da kriegen. Also hier noch ein paar Reden schwingen und da ein paar Reden in der Universität oder was auch immer. Schon erstaunlich, stimmt. Ein paar Reden und das gibt so viel Geld. Nicht zu verstehen. Absolut nicht. Ja, die meiste Rede, wo sie machen, das ist ja nur, um die Schmiergeld zu tarnen. Und Ausbildung brauchst du dafür auch keine. Ja, wir reden können, muss man einigermaßen. Oder genau. Wortgewandt sein. Nö. Und immer über den heißen Ball rumreden, aber nichts Konkretes sagen. Genau. Mit den Elfen alles beiseite schieben und dann laut reden. Das, was man früher, das ist alles Schuld, was man selber hat. Das, was man früher dann gesagt hat, unter den Tagdieben, ne? Das sind jetzt die Politiker. So, ja, wir sollen mit hier. Was ist denn Pascal? Fancy Bär oder Cozy Bär? Ja, keiner von beiden. Ja, was? Pascal auch diese hier empfohlen, da, was ja die. Putins hier Hacker-Truppe, ja. Die haben so Spitznamen sozusagen innerhalb der Hacker-Gruppe. Hat so unterschiedliche Gruppen für alle möglichen Bereiche. Okay. Ich glaube, das was haben. Ja. Die Holländer waren nicht gut dabei, ne? Was das Handy angeht. Also die Holländer sind auch ganz fit. Doku oder was? Ja, das ist ein Film von Simply Systemos. Ja, es ist eine Dokumentation eigentlich über die Hacker-Gruppe von Putin. Die staatlichen also Hacker. Ich kann mal schicken, der Kurs und uns angucken. ARD-Mediathek. Mich auch interessieren. Schon interessant. Also einfach in der ARD-Mediathek. Ja. ARD-Mediathek. Ah, okay. Gut. Und was eingeben? Ja, Putins Bären oder so. Das ist dann nicht ach, Putin. Ach, das ist das. Putins Bären. Ah, okay. Ja. Das ist jetzt nicht wie Putin mit den hier nackten Überkörper mit irgendwelchen wilden Bären tanzt oder so. Darum geht es dann nicht. Es geht wirklich um die tiefgründigen Hacker-Geschichten, wo die überall drin sind, wie sie damals den Deutschen Bundestag gehackt haben und wie dumm immer einige Leute sind, ne? Das ist dann halt echt, wenn man auf einen Link auch draufklickt oder was auch immer und irgendein dumm findest du immer. Das passiert im Bundestag leider auch. Bei uns auf der Arbeit, wenn sie ihr IT so eine Probe-Fake-Mail rumschickt, wie viele Leute da draufgehen und den Passwort oder Daten eingeben. Ja, und das ist leider da auch überall passiert, nach dem Motto, das haben die gemacht damals mit einer E-Mail von wegen hier, Achtung, Ukraine-Krieg, nach dem Motto, wichtige Informationen von der UN. Und sind natürlich einige drauf reingefallen, dann weil ich dachte, oh, Ukraine, muss ich ja Bescheid wissen, schnell draufklicken, schnell anmelden, schnell den Virus runterladen. Muss ich auch haben. Also ich fand trotzdem echt schon krass, wie verzweigt das da ist, ne, das ist ja... Ja, aber wie krass noch, dass die Holländer praktisch schon innerhalb tatsächlich, das fand ich eher noch am krassesten, dass die Holländer-Hacker praktisch schon in der Zentrale in Russland, in Moskau, bei Putins Hackern praktisch auch in den Sicherheitskameras drin sind und gucken, was die Hacker am Computer machen. Ja, das ist, also über die Schulter gucken. Das ist ja schon richtig krass. Gut. Ich glaube, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass auch dieses eine Flugzeug abgestürzt, wo relativ viele Holländer drin saßen. Also das ist schon echt ganz schön dubios und hier, ne, die Machenschaften da.
Und auch wie irgendwie immer zufällig irgendwie irgendwelche Angriffsziele, sei es gerade so passend zu den Doping-Geschichten mit in Russland oder halt mit diesen Ermittlungen, wie gesagt, zu diesem Abschuss von dem Flugzeug da über der Ukraine, wo so viele Menschen gestorben sind, was hier auf dem Weg nach Malaysia war. Ach nö. Ernsthaft. Okay. Was ist das denn jetzt? Ja, Zentimeter von der Spur ab. Auch nur halb Zentimeter. Ach du, muss ich drücken, nicht mehr. Achso, du hast jetzt den. Mein Drescher ist voll, der steht da hin. Ja, alles gut, ich wollte gerade drüber sprechen. Ich bin gerade am Feldacker. Okay. Moin. Manchmal denkt man auch, dieses mit diesem Einstümperhaften, dass das auch irgendwie gefaked ist. Also nach dem Motto, so dumm kann der Hacker eigentlich nicht gewesen sein, dass er sich diesen einen Spitznamen gegeben hat und irgendwie den Spitznamen nachher im Programmierungscode hat drinstehen lassen. Das ist genauso wie dieses hier, die Gaspipeline, die gesprengt worden ist. Da kannst du halt auch keine einzigen Spur irgendwie trauen. Weil auch jeder auch Ahnung hat und dann irgendwie versuchen wird, das in die Spur oder in die Richtung zu lenken und in die Richtung Spuren zu legen, auch wenn es dann tatsächlich nicht so war oder wie auch immer, ne? Also. Soll ich eigentlich den vierten Mähdrescher herhole? Ich glaube aktuell braucht, es sei denn, wenn die hier anderen kommen zum Abfahren oder so, aber ansonsten steht jetzt hier eben rum. Ja, ich bin auf dem Feld jetzt zum Abfahren. Ja, aber der ist ja schon wieder voll hier. Mir ging es jetzt darum, weil die, ja. Ich kann nur so gleich abfahren, ich kann nur noch kurz die Beinfahrt. Die Frage war ja, ob man die Mähdrescher alle herholen kannst oder du nicht. Auch noch holen. Ja, wenn wir aktive Abfahrer haben, können wir auch mit vier Dreschen, sonst nicht. Bei Ballenpressen ist ja auch blöd, wenn die ganzen Ballen halt gleich vorgewendet sind. Ja, das wobei hier geht ja noch. Naja gut, dann hole ich jetzt erstmal den Drescher. Bist du ja auch schon abgetankt? Nee. Bist du ja. Ich kann nur noch mal abladen, aber ich habe nur 40%. Hier schon fast voll wieder da. Gibt's morgen noch irgendeine Überraschung? Überraschung? Lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen. 92% habe ich. Spiegel, ich glaube, da steht noch irgendwas, wo Bargeld entsteht. Mach den rein dann, ne? Spiegel. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig, aber morgen haben wir das ja noch ein bisschen Zeit. Muss noch die Kanalmitglieder sozusagen noch mal up to date bringen, die Twitch-Sub-Tafeln da im Shop. Und noch ein bisschen was testen und dann, ja. Auf jeden Fall gibt es morgen Abend neue Versionen. Also das ist fest. Wie geht's? Magst du mir den Hänger noch voll? Ja, ich glaube, bis ich mit dem Drescher da drüben ankomme, ist das Feld leer. Ja, wir spielen auf 66, das dauert eine Stunde, über eine Stunde. Selbst mit 3-4 Meter schon. Na gut, mal gucken. Das glaube ich schaffst du, oder? Wo willst du hin? Also ich fahre mit 42, mal gucken, wann ich ankomme. Lude, moin miteinander. Das geht auch in den Bahnhof. Bahnhof, ja. Wer ist eigentlich am vollsten von euch rein? Ich hab mich gerade leer. Die sind alle leer. Gerade alle hier in der Ecke abgebunkert. Ja, Pascal hat die Rezepte jetzt mal auswendig gelernt für Kebabschef. Nee. Ach so. Drei Zutaten. Das Fleisch weiß ich noch. Da gibt's ja alles, nur keinen Döner. Also ist ja, es kommt, das musst du als Fleisch spielen. Gibt es auch wirklich, dass man so
einen Drehspieß hat und dann da. Weiß ich nicht. Das also hast du hast da so ein Schiff. Ich hab den Grill gesehen. Ja, den Grill haben wir auch platziert. Aber der war bisher, wofür war denn der? Was haben wir denn? Haben wir da schon was benutzt? Nee. Nee, war nicht. Das Umsätze lassen wir ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, muss man auch auf 5 Sterne kommen, ne, mit seinem Essen. Also ja, Pascal kocht immer nur so lauwarm. Ja, das war klar. Habt ihr da jetzt schon einen Mitarbeiter eingestellt? Oder? Nee, so sind wir noch nicht, aber nächstes Mal Sonntagabend wahrscheinlich. Ne? Jetzt schmeißt das Fleisch durch die Theke durch, damit das Gesundheitsamt kommt, damit wir wieder Strafe zahlen müssen. Ja, Gammelfleisch-Skandal. Die Petersilie wird draußen gelassen, damit es schlecht wird. Oh. Das vertrocknet, wusste ich aber auch nicht. Ich dachte, das Regal kann auch irgendwas hier kann auch irgendwas lagern, aber wie gesagt, vielleicht diese Pakete Butter oder Milch, da müssen wir nochmal rausfinden für die Regale. Oder ich, vielleicht tut man da auch die Schüsseln rein oder so. Schüsseln und Holzkohle und sowas in die Sandfinder und sowas ist das, glaube ich, gedacht. Und dafür hast du ja theoretisch auch diese ganzen Schränke. Das dreckige Geschirr. Das dreckige Geschirr schmeißt ja die Spüle. Ja, aber nicht gleich alles. Wir müssen hier umbauen. Ich habe beim letzten Mal auch zum Ende hin dieses Inventar wieder verkauft. Jetzt müssen wir das nächste Mal wieder ein neues Inventar kaufen. Ja, ich glaube, bevor wir auch komplett das Restaurant neu umbauen, dann können wir lieber erstmal das große Restaurant nachher noch umziehen für 50.000. 50.000? Also, das kriegst du nachher schnell hin. Kannst du auch Kredit aufnehmen. Sondervermögen? Ja. Also, du musst Blackjack spielen. Ich bin schon wieder überfordert, wo ist denn das Depot? Beim Sägewerk. Ah, danke. Bienerei. Hey, wo ist denn das Fenster? Ja. So denn bloß. Hallo. Ja, du hast mich weggeschoben. Ja, wahrscheinlich. Weit weg von dir. Die Gegner an sich sieht man das nicht. Das kann gar nicht sein. Ja, danke. Was steht denn heute im Titel? Nicht Team Harmonie, oder? Nee. Dann kann man ja zuschlagen. Heute können wir also sind wir heute nur Team Therapie, oder wie? Heute ist nur Erntezeit. Also die Therapeutin ist doch heute wieder da. Oh je, ich glaube, ich muss mal los. Also ich mag ja alles Mögliche sein, aber keine Therapeutin. Ich glaube, das bräuchte ich selber. Können wir mal Laura fragen? Es gibt bestimmt genug Therapeuten, die sie ja, danke. Brauchen. Frag ja, danke, mal Laura, danach brauchst du keinen Therapeuten mehr. Willst du mit ihr alleine spielen oder wie? Hat die eigentlich am Sonntag jemand mit Witz getimeoutet? Ich habe die gar nicht gelesen. Nee. Und die hat so lange geschlafen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, sie kam irgendwann, hat gesagt, dass sie lange geschlafen hat. Sie war ziemlich spät. Ja, ich hatte dann schon direkt. Oder sie hat sich noch geärgert über Bremen. Das ist das Wichtigste verpasst vom Stream. Wo sind denn die ganzen Drescher hin? Die 66. Die kommst du doch her, oder? Ich fühle mich 90, so alleine ja, hier. Ich bin so eigentlich bis... Das ist späte Straßen. Ja. So eine Kurve fast hinkommen. Kennst du nicht alles 22 Demo-Version? Sind wir einmal rum, dreimal abbunkern, ne? Ich bin jetzt dann fertig mit dem Abladen und komme wieder ins Feld. Ja, ich bin auch nicht ganz voll. Ich habe 60%. Ja, schon fast ja. Ja. Aber gut, wenn gleich noch der vierte Drescher kommt. Ja, der ist ja schon da. Der sucht noch. Was, das Feld? Nee, die anderen Drescher. Ich bin an der Straßenseite gerade. Ja. Hm. Bis ich da ankomme, sind sie wieder auf der anderen Seite. Also, du kannst doch einfach eine Längsseite dreschen. Na ja, dann fange ich da unten mal an. Jo. Jetzt fehlen wir noch 10%. Ja, ich hätte leicht fast 10.000 Liter schon, oder? Und
mir gar nicht aufgefallen, hier eine kleine Brücke. Wir hätten der so langsam rückwärts. Was hast du denn? 10 Stundenkilometer rückwärts. Muss nicht schneller gehen. Wieder schubsen. Ja, da. Ja, genau. Fernseher. Dann nehmen wir den Hintergrund Fernseher oder sowas an. Ich auch nicht. Auch nicht gehört. So ganz leiser zum Beispiel. Hallo, was wird das hier? Was machst du denn da? Ja, ich wieder, das war klar. Ist jetzt voll oder was? Ja, deswegen wollte ich hier wegfahren, aber du drängelst mich ja hier weg. Schon wieder. Du fährst. Ja. Schön verzögert. Palem, palem. Wer da? Wo? Hallo. 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 Holter. Moin, moin. Ja. Feld 3 müssen wir auch noch mulchen, oder? Wir sind noch neu. Platz 3? Ja. Feld 3. Hat er jetzt da rein raus gemacht? Hast du Feld 7 gemacht, oder wie? Ja, Feld 7 habe ich gemacht. Ich habe jetzt gerade 24 grubbert. Da würde ich jetzt noch Feld 3 mulchen. Die zwei, wo jetzt in der Mitte durchfahren, sind die leer? Ich habe 50%. Ich habe 31. Gerade das Feld durchgestochen, wollte eigentlich bis zum Ende durchkommen. Ja, deswegen frage ich, weil der zweite, ob der leer ist. Nee. Na klar. Aber hier kann man. Ja, ich war neben dich. Kicker schreibt Ribéry will zu Bayern wieder. Ach, als Trainer im Nachwuchs. Okay. Also, spielt ihr noch? Ja, wenn er noch nicht genug verdient, dann muss er noch viele. Bronke Ribéry. Hat der Eberl das jetzt bestätigt oder was war das bei Bayern da vorgestellt? Also, ja. Das war ja schon vorher klar, ne? Aber. Bayern ist ja auch daran interessiert, Alonso zu holen. War klar. Ja, hoffentlich. Was Alonso? Kann der Fußball spielen? Hoffentlich, nee, nicht als Spieler, als Trainer. Trainer. Hoffentlich holen sie den, weil am Ende holen sie das. Ach so, bitte Fernando. Ja, aber dann werden sie wieder Meister wahrscheinlich. Mini-Keule, nicht der Formel 1. Ist der ein bisschen leer? Ja, genau in der Kurve. Kann ich jetzt nicht sehen. Wieder so eine Synchro wie bei Florian. Was? Florian, ja. Ja. Sag mal, ein bisschen ordentlich Performance spielen, wie der wollte. Ja, mal versuchen, ja. Wie geht's, Billy? Du bist da auf dem Rückweg. Wie voll bist du? Ja, ich komme ganz durch, also. Okay. Ja, die lange Seite ist die hier, oder was? Da schreibt jemand, dass der Ton vom Game weg ist. Von meinem Game, ja, kann sein. Ton ist weg vom Game, da ist er wieder. Der ist los, Bier holen. Was man machen würde. Vulkanschnecke, wo bist du? Wie voll bist du? Ich werde nicht getrunken. 59%. Okay. Wo soll man denn hinfahren? Die Zeit ist Ausnahmezeit, da darf man Kraft überspringen. Auf der Nordseite des Feldes.
Aber jetzt siehst du immer wieder ein paar Drescher vielleicht. Ah, jetzt sehe ich. Ja, genau, jetzt sehe ich. Einen Drescher sehe ich. Jetzt habe ich dich erkundet. Vier. Soll ich Ballen pressen oder was steht an? Jetzt kann man Ballen pressen. Jetzt bist du auf den Ballen, einer ne? Klaut meine Ballen pressen. Du kannst Drescher, wohl gar nicht denken, will lieber pressen wie Drescher fahren. Der Vulkansteig geht ganz nervös, wa? An Feld 3 Richtung Hof. An der Straße vorne liegt. Aber da sind doch zwei Ballenfressen da. Hab ich wohl übersehen. Ah, die liegen da so ganz blöd. Über 80% gleich. Was hatte ich gesagt? Hier groß. Ist gleich leer. Durchfahren. 13, 12, 11, 10. Kommst du nicht durch oder was? Leer. Nö, nicht ganz. Okay. Ne, andersrum. Ja, andersrum, okay. Wie viel Prozent hast du noch frei, Klaas Drescher? Okay. 60 knapp. Na, dann habe ich auch getankt. Ich habe noch 20, dann fahren wir vor, ruhig. Ich komme nicht mehr so weit. Mir fehlen die Abfahrer. Speedy hält den ganzen Verkehr auf deiner Mitte. Wie viele Abfahrer brauchst du denn? Einer reicht doch, oder? Nee. Naja, einer, der dich abtankt, reicht ja. Oder wie viele ja, aber hier ist ja keiner. Ich kann aber nicht an zwei Städte gleichzeitig sein. Minikeule ist doch da. Ja, aber wir haben ja Standzeit trotzdem gleich, ja. Und irgendwann sind die Anhänger ja auch mal voll. Das ist allerdings richtig. Also braucht einen zweiten Abfahrer. Ja, schon auf dem Schwarzwälder Hof campen. Ist doch mal nie. Legoland? In Grünsburg, in den Legoland Original in Billund, ja. Das andere kenne ich nicht. Das deutsche Legoland kenne ich nicht. Stuttgart irgendwo oder Günzburg. Günzburg, ja, aber Stuttgart Richtung Ulm oder so. Ja. Wollte man auch schon mal hinfahren, haben es aber noch nie geschafft. Wir sind dann immer. Kannst gleich deine Versicherung melden. Ich hab keine. Zahlt der Chef. Der zahlt ja nicht. Das ist das Problem. Maschinenbruch. Die Versicherung zahlt er auch nicht. Ja, dann kann ich auch nicht arbeiten. Dann verkauft er vielleicht eine Versicherung. Wahrscheinlich wäre besser dem Fan hinterherfahren können. Aber egal. Hier in der Mitte. Ja, ich hab. Wärst du jetzt hinterhergefahren, hättest abbiegen können jetzt. Ja. Standzeitkurs gilt, ne? Sei ja. Habt ihr eigentlich noch einen zweiten Abfahrer jetzt? Ja, sind doch die Zeit schon zwei. Der Pascal kommt ja gerade. Wir müssen den nur abwechseln. Die müssen auch wegbringen. Dauert ja ein bisschen. Ja, eben. Wenn die Kräule, wie voll bist denn du? Ich hab 66%. Irgendwo hast du die beiden da oben dann ab, dann mache ich hier unten. Die zwei habe ich jetzt gerade leggen. Achso, ja gut. Vielleicht schnapp ich mal noch einen mit deinen. Ja, wenn du gleich hier bist, dann können wir tauschen. Dann ich dachte nur, das fährt ein bisschen fahren kann. Ja, macht ja nichts. Ich kann dir den Vorderer abtanken. Sollte man nicht, dass beide gleichzeitig voll sind, ne? Ja, ne, ich dachte, dass Minikorde jetzt nicht weiter abrufen hat. Okay, gut. Bleib stehen. Bleib. Oh. Nicht Leipzig. Wie auch immer. So, wir haben kein Sondervermögen mehr. Ja gut. Ihr wollt ja sowieso wieder Neues anhäufen demnächst. Ja moin, Damien. Ja. Hallo. Wir müssen jetzt an die. Ach, Herr Gerd. Ich bin Obstplantagen kaufen. Der Glas hier vorne ist voll. Und jetzt ist voll. Ende. Wahrscheinlich noch Felder. Ja, ich komm gleich, wie ich den leer hab. Ja. Witzig.
Wie viel Platz hast du denn noch? Sonst mach vorne, dann kann man Pascal nicht übernehmen. 78%. Ja, ich bin gerade auf dem richtigen Speedy und Vulkanstrecke. Ja, ich hab 30. Vulkanstrecke, wie voll bist du? Bezüglich Sondervermögen. 66%. Was ist mit dem Sondervermögen? Wird an Herrn Lindner wenden. Herrn Lindner. Achso, okay, alles klar. Der, ja, ich bin der, danke. Er kennt sich da aus. Obwohl eigentlich nicht wirklich, er kennt sich nicht wirklich kommt aus. Doch nicht, der Begriff kommt doch nicht von dem, oder? Der tut nur so. Ich kann auch nicht von Sean Scholz in Sachen hier Militär, 100 Milliarden Sondervermögen. Ja, genau, das war damals. Da kam das her, ja. Ah, Rennfahrer Pascal. Aber der hat das Perspital auch durchgedreht, das sieht man. Oder hängt das schon unten aus der Kabine raus, oder wie? Ja, so passt. Wobei ein Funkenflug gerade. Ich habe auch noch Sondervermögen. Bin voll. Okay. Bei dir ist jetzt schneller rauskommen. Ja, auch Sondervermögen? Nee, ne? Nicht alle, oder? Ich nicht, nee. Nö. Ich habe ja auch kein Haus gekauft. Nee. Das war also genau, das auch, dafür hatten wir auch nichts. Ja, das ist auch die Position, wo ich Sondervermögen habe. Aber ja, danke dir für den 44. Monat. Vielen, vielen Dank. Moin, moin. Ich würde zum Beispiel nie ein Auto auf Kredit oder so kaufen. Nö, das würde ich auch nicht machen. Ja, das machen fast alle. Aber ich mache, also wir machen es auch nicht. Das ist, also wenn du es dann zu Schrott fährst, jawohl. Na gut, da hast du ja eine Vollkasko dafür. Du kaufst ja, also wenn du ein Auto kaufst, was du finanzieren musst, was du in die Vollkasko versicherst, dann ist es aber auch, dann ist es aber eine Mürre. Also da musst du den Kredit nicht, da musst du den bei der Bank direkt holen, ne? Sonst kannst du das gar nicht. Also wenn du irgendwie über die Autoleasing oder so kaufst, geht's gar nicht. Ich wollte das als Sicherheit, ja, aber ich glaube, Forrest redet jetzt eher über so ein Auto, was vielleicht 5.000 kostet oder irgendwie sowas so. Was auch nicht unbedingt jeder liegen hat, um sich zu kaufen, das ist auch klar. Na gut, meins hat mehr gekostet. Gut, ich habe tatsächlich eine Vollkasko. Ja, macht man in der Regel auch. Trotzdem, ich würde trotzdem keinen Kredit für ein Auto machen. Ja, das können sich aber viele nicht leisten. Ich hatte gerade heute oder gestern gehört, ein Führerschein kostet mittlerweile auch schon bis zu 4.000 Euro. Das ist auch krass, ne? Ja, das ist ja. Wahnsinn. Und irgendwo hat man heute gelesen, der Führerschein soll wieder billiger werden. Ja, genau, in dem Zusammenhang kam das nämlich auch von wegen, dass sie auch mal irgendwas digital machen wollen und so. 4.000 Euro für einen Autoführerschein. Noch keine 10 Jahre her. 7 oder 8.000 für. Und habe ich gerade mal die Hälfte gezahlt. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe 1,5, 1,4. Ich weiß aber auch nicht mehr. Ich überlege, wie viele Führerscheine, dass ich schon bezahlt habe. Die besten wären von der Bundeswehr gewesen. Ja. Die Umschreibung. Gut, dabei sind wir schon am Ende der ersten Folge für heute. Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Eine kurze Pause. Bis zur nächsten Folge Multiplayer. Bis dann. Vielen Dank. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.